heute ist der offizielle Start der Finnwall Family Days, der Anreisetag. Wir sind halt schon ein bisschen früher heute aufs Wasser, weil wir ja schon, wie gesagt, angereist sind. Und der ganze Rest der Armada wird nachkommen heute. Ja, moin moin. Also, Rügens, September 2021. Und ich würde sagen, wir starten in den dritten Tag. Ja, auf geht's, ne? Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car in the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car in the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. Ooh, I've been on the flex since flex zone. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like bone crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Feels like I don't have no flaws. Snakes in the grass, cut those off. Yo, squad shady, my bros raw. No breaks. We go, 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 go. Throw shade, that's a no, no, no. Go high, go low, low, low. Like spinning in a 6-4-4. Cash money like 504. Ball like AD24. No sleep, need more, more, more. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and I get it up. All day. Yo. Hecht, 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 hecht. Geil, geil. Oh, komm mal hoch. Geil! Oh, Gummi oder was? Nee, ich schick Spinne. Schön, Diggi! Schön. Guck den an, wie er da drillt, Junge. Da war, den hab ich drillig gehört in Bremse. Der Great. Ist noch nicht fertig. Nee, nee, lass ihn mal noch. Mach ruhig, gib mir ein bisschen Bremse. Das ist ein guter. Alter, das ist ein guter. Oh, das ist ein guter. Oh, das ist ein Meterfisch. Das ist ein Meterfisch, Digga. Und dann ist wieder total. Ach du Scheiße. Oh, die sehr gut. Ach, dieses Summen am Morgen, ne? Vertreibt Kummer und Sorgen, ne, Godi? Na. Also M90 hat er. M90 hat er. Ach, wo will er hin? Wir folgen Grodi doch gerne auf Schritt und Tritt. Nehmen wir meine Route weg. Hast du auf deine Route auf, ne? Ja, ja, ja. Bremse offen. Video auf Jigspinner, wa? Guck dir das an, wie die auf Jigspinner gehen. Die Säcke da. Ah, doch, die kleinen Haken hängen erstmal zu tun. Ja, wobei, so extrem riesig ist er auch nicht, ne? Aber kräftig. Hey, mach nochmal. Ja, 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 lass ihn. Lass ihn. Lass ihn latschen. Was ein Drill, Digga. Ich bin nur auf den Grund hinterher. Und das macht so Laune an der Route. Ja, das ist an die der Artis, ey. Ja, die ist eigentlich im Prinzip ein bisschen straffer. Du hast ja die Robert. Du hast ja die MH. Also, du kriegst ihn einmal. Ja. Jawoll! Uha, dünn aber lang. Dicky! Schönes Ding! Ah, Petri, ey. Freut, ey. Man muss das. Hammer. Hammer. Jetzt muss ich mal die Cam nehmen. Man muss dazu sagen, Tobias hat uns gestern schon so unfassbar leid getan, weil er einfach 2 Hechte verloren hat, den ganzen Tag keinen Hecht hat und er hat sich so sehr einen Hecht gewünscht. Und jetzt der erste Fisch heute Morgen. Grodi hat einen Hecht. Ey. Geil. Measureboard ist nass. Den hat er richtig inhaliert.
Zeig mal den Köder. Der ist da drinne. Den hat er richtig weggeblasen. Ach du Scheiße, warte mal. Ich halt mal hier der Titan, sonst geht der Titan kaputt. Ja. Er ist ja ruhig. Guckt euch dieses da drinne. Auf dem Ilex Deraku 14 Gramm. 14 Gramm hast du drauf. Zack. Einmal frei. Ist dran. Ist dran? Ja. Nee, Meter hat er nicht. Hat 97. Ach. 97? Lass mal. Ja, ja, sieht auch nach einem richtig guten Barsch aus. Der bockt, ne? Jo, jo. Der bockt. Oha. Ja, 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 schöner Barsch. Richtig schöner Barsch. Schöne Klamotte. Schön, Digi. Nice! Ich glaube, den hatte ich gestern noch schon mal. Hier, ne? Ja. Das hier. Petri Grudi. Petri Dank. Sehr schön, sehr schön. Ja, wir fischen hier gerade an der Struktur mit vielen Steinen am Grund von der Kante. Und klar, hier müssen Barsche stehen. Und das war jetzt der erste, ich habe eben gerade auch schon Biss gehabt. Den messen wir jetzt nochmal. 30,5. Ja, 30. Ja, auch schön. Ja, wenn die an die 30 rangehen, drüber, knapp drüber weg, die haben auch gar nicht nochmal ganz anderes Charakter, ne? Ja. Oh, Hecht. Hecht, Hecht. Ja, 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 Hecht. Oha, guter Hecht, guter Hecht, guter Hecht. Guter Hecht. Oh, bleib dran. Ich liebe die Geräusche. Oh, dicke! Das ist ein Meter, ja. Das ist ein Meterfisch. Oh, bleib dran, bitte. Pass auf, da kommt er. Und ich geh gleich. Schnell. Ich bin da. Hatte. Ja! Aber es. Oh, ich dachte, der aber hat richtig Schmackes gehabt. Petri! Ja, ich habe gedacht, dass er echt. Also, deutlich größer ist. Er hat richtig Radau gemacht, ey. Shit! Schönes Skill von Gangi. Ja. Habe ich übrigens von Robert geschenkt bekommen. Zum Geburtstag letztes Jahr. Bin da gut, ne? Ja, die Beste nach Mutti. Nee, also Mutti ist immer die Beste. Ja, also, sag ich doch, die Beste nach Mutti. Und Schwester. Gut, die und gibt Oma. Auch noch. Und Oma, die gibt auch noch. Die gibt auch noch. Das ist ganz artig. Ganz artige Süße. Das war der Köder. 14 Gramm Deraku, 83er Hecht.
aktuell fische ich ein 5,4 Kilo Titanverfach. Jetzt eben gerade der Hecht, ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Der hat mir mal ein Titanverfach so hinterlassen. Damit kann man natürlich keinen Köder wirklich vernünftig führen. Darum ist es immer wichtig, einfach auch die Vorfächer dann mal zu wechseln und gerade nach Hecht fängen, immer wieder mal zu überprüfen. Das habe ich jetzt getan. Ich habe jetzt einfach mal ein neues Vorfach dran gemacht. Titan nochmal wieder in 5,4 Kilo. Genau. Damit ich halt meine Köder wieder vernünftig führen kann. Ne? Der macht aber nicht viel. Noch nicht. Schöner Pike. Selbe Stelle. Ah, gut. Mit Boot, selbe Position. Aber der Robert hat ja auch gerade. Und der erste Wurf gleich nach Robert sein, ich gemacht habe. Schöne Pike hier eingestiegen. Ja, schön Pike eingestiegen. Eben gerade mein 83er, der nächste Wurf von Grodi. Und der dritte Pike, ey. Den nächsten. Hat die Rute ein bisschen tiefer? Guck mal, ob du mal den Kescher hier. Kannst du einen kleinen Schritt nach links gehen? Dann na, wir gehen hier rein. Oha. Oha. Das sind Geräusche, die wir lieben. Das ist ein richtiger geiler Spot hier. Jawohl. Meine Herren. Der Spot räumt ab. Ja, geiler Spot hier mit den Steinen. Keine Grünen. Aber auch die Kleinen müssen geehrt werden, ne? Ja, klar. Schöne Hechte, ey. Auch hier unten, ne? Mhm. Allzu heftig groß ist er, glaube ich, gar nicht. Täuscht doch was im Wasser, ne? Ja. Das sieht gut aus. Und weg. Tschüss. Geil. Piri. Oder wie macht der andere hier von? Ja, weiß ich auch nicht. So. So, das Einzige, was ich sagen muss, ist die Akkus. Nass, Alter. Ich stell zu scheiße, The pain inside, don't wanna feel it. So I pour up inside my cup and I just sip till I can't feel it. I know it won't solve my problem, but I know it makes a difference. One more sip and I'ma fix it. Out my body when I'm tempted. I told her one more, she hear me say you quit or she dipping. Yeah. I don't want pain no more. I don't want no more pain. I ain't gon' see no way. Look at that window pane. See the rain coming down, but it is not purple today. Came a long way from stacking and rolling that change. And all I ever wanted was some real love.